Hallo zusammen. Ich nehme euch heute mit auf eine Fahrt in meinem Smart EQ, Baujahr 2019, mit Prime-Ausstattung und 22 kW Bordlader. Und zwar geht es heute auf eine längere Tour. Geplant ist, nach Stuttgart zu fahren. Das sind so von hier aus ca. 230 Kilometer. Und ich mache deshalb ein Video, weil die meisten von euch es sicher nicht vorstellen könnten, mit einem Smart entsprechend solch eine Strecke zu fahren. Für mich ist es aber eigentlich kein Problem und auch super Langstrecken mitzufahren. Und manchmal muss man dazu sagen, kann man auch nicht anders, denn mein anderes Auto ist unterwegs. Wir haben beste Bedingungen. Das Wetter draußen sind 14 Grad. Momentan noch bewölkt, ohne Regen. Wir haben einen zu 100% vollen Akku. Wir haben eine Normalreichweite von 147 Kilometer und eine Eco-Reichweite von 161 Kilometer. Und mein erstes Zwischenziel auf der Reise ist Bad Mergentheim. Das sind so etwa 100 Kilometer von hier aus. Und wir schauen einfach mal, wie wir dort so hinkommen. Ja, und vor allem, wie viel Restreichweite wir haben, wie lange der Ladestopp dauert und so weiter und so fort. Mittlerweile bin ich unterwegs, wie ihr sehen könnt. Ich werde die Strecke Landstraße fahren, einfach weil ich das Autofahren auch genießen will und nicht schnell über die Autobahn zu meinem Ziel kommen will. Ja, und mit dem Smart macht ehrlich gesagt Autobahnfahren auch nicht wirklich Spaß, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Sagt, wir haben eigentlich ideale Bedingungen mit 15 Grad Außentemperatur, denn ich muss die Innenraumtemperatur wieder runterkühlen, also die Klima anschalten, noch großartig heizen, ja, und das schlägt sich natürlich positiv auf die Reichweite aus. Also man muss dazu sagen, dass unser Smart im Winter schon viel weniger Reichweite hat. Ne, so ein Daumenwert sagt mir immer 1% Akku. 1 Kilometer, ne? Also selbst unter den schlechtesten Bedingungen kommen wir immer noch 100 Kilometer weit. Wobei diese 100 Kilometer natürlich eine Reichweite sind, die von 0 bis 100% geht. Das heißt, ich müsste mit 100% Akku losfahren, ne? Und bei 0% landen. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, das Auto macht ab 20% eigentlich einen Terror mit Batteriereserve und so weiter und so fort. Ne? Und auf 0% fährt denn eigentlich keine Runde. Ne? Auch ich nicht. Oh, jetzt stehe ich hier an der Ampel, an der Baustellenampel. Ein paar Sachen noch zum Fahrzeug selber. Also ich bin zum einen ziemlich gut beladen, aber es geht alles in den Smart rein. Zum anderen ist es so, man muss ein paar Einstellungen vornehmen am Auto, um quasi das Maximale rauszuholen. Also wer die Klimaanlage immer auf Auto stehen hat mit seiner Wunschtemperatur, ne, der wird natürlich immer einen gewissen Verbrauch haben. Auch ist es so, dass mein Fahrzeug hier über die Prime-Ausstattung verfügt und da ist ein Radarsensor inkludiert, welcher leider keine Auswirkung auf den Tempomaten hat. Ne, der Radarsensor ist allein dafür da, dass ich eine Abstandskollisionswarnung bekomme, beziehungsweise wenn man laut Ansicht vom Auto zu nah auffährt, kommt ein entsprechendes Symbol im Tacho auf, ne? Und wenn man zu schnell näher kommt, dann warnt er einen auch davor. Und das andere ist, dass
in der Werkseinstellung eine sogenannte radargestützte Rekuperation eingeschaltet ist. Diese radargestützte Rekuperation ist aber aus meiner Sicht sinnbefreit, weil nämlich er eigentlich gar nicht rekuperiert oder so gut wie gar nicht. Ja, ich habe es eigentlich ganz gern, wenn man sogenanntes Einpedalfahren machen kann. Sprich, ich habe das Auto so eingestellt, es geht, wenn man die radargestützte Rekuperation ausschaltet, dass wenn ich vom Gas gehe, dass er dann eben rekuperiert, sozusagen seine Motorbremse nutzt und die Energie in den Akku zurückspeist. Ne? Und es geht eigentlich oder funktioniert hervorragend. Ne? Es ist teilweise bergab erforderlich, die Bremse dann leicht anzutippen. Wenn man leicht antippt, wird die Rekuperationsstufe nochmal ein Stück erhöht. Und er tut noch mehr in den Akku einspeisen und bremst stärker. Wobei die normale Rekuperationsstufe aus meiner Sicht schon so gut ist, dass ich damit mit einem Pedal fahren kann und so gut wie keine Betriebsbremse brauche. Was natürlich verschleißtechnisch auch entsprechend Vorteile hat. Kurzer Stand noch zur Fahrt. Ich bin jetzt ja vielleicht so 10-15 Kilometer gefahren, habe noch eine Eco-Reichweite von 145 Kilometern und etwas über 90% Akku im Tacho. Gleich kommt ein Berg, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich melde mich dann später nochmal. Gestellt. Ne, ich fahre schon seit längerer Zeit ein Audi hinterher und es scheint so, als ob hier irgendwie Tempo 90 keinen stört. Ne, also früher war ich immer mit mindestens 100 unterwegs. Ich kenne Bekannte, die fahren Landstraße selbst 120. Ne, da erschreckt man sich, wenn man mitfährt und mal auf den Tacho guckt. Das scheint für die normal zu sein. Ne, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man selbst mit Tempo 90 ne, seltens überholt wird, ne, oder auch gut im Verkehr mitschwimmen kann. Ne. Jetzt muss ich mich übrigens von vorhin nochmal kurz korrigieren, weil ich habe ja gesagt, ich fahre nur Landstraße, ich biege aber jetzt trotzdem auf die Autobahn ein. Das hat den Grund, weil hier bei Poppenhausen, das ist in der Nähe von Schweinfurt, die B19 gesperrt ist und ich quasi einen Umweg fahren wird, wenn ich jetzt in Poppenhausen erst die Umleitung nehme. Deswegen fahre ich jetzt ein kurzes Stück Autobahn auf der A71 von Bad Kissingen nach Schweinfurt und dann geht es dort wieder von der Autobahn runter. Wobei ich hier aber, also ich muss dazu sagen, Autobahn ist irgendwie Akku-Killer. Ich werde es ja auch nicht schneller fahren als auf der Landstraße. Ja, ich denke, es sind nicht viele LKWs unterwegs, von daher, ich würde eh LKW-Tempo einhalten. Ne, mit den 90 kann man auch gut auf der Landstraße, Quatsch, auf der Autobahn mitschwimmen. Nach Stuttgart sind es noch laut Schild 206 Kilometer, wobei die 206 Kilometer natürlich Autobahnkilometer gemeint sind. Wir haben momentan 80% im Akku und sind schon 28 Kilometer gefahren. Insgesamt Fahrzeit 28 Minuten.
neu. Wenn nicht, ist immer ein Ladestopp wert, muss man so zu sagen. Zum einen natürlich, weil es einen Haufen Supermärkte und Zeug hier gibt. Zum anderen, weil die Elektroladeinfrastruktur einfach gut ausgebaut ist. Also die hatten ziemlich früh schon einen großen Ladepark am Autohof selber, wo man aufladen kann, wo man eigentlich auch immer eine freie Ladesäule findet. Das sind Triple Charger dort mit allen drei verfügbaren Anschlüssen. Und seit neuestem gibt es hier auch beim Aldi Süd. Der Aldi Süd hat eine Initiative gestartet, Sonne tanken, und baut an etlichen von seinen Supermärkten quasi kostenfreie Ladesäulen auf, die alle eigentlich auf 20 kW gedrosselt sind, also nicht als Schnellladeinfrastruktur für andere Autos taugt. Für meinen Smart wird es gehen, weil der mit 22 kW AC dort mit voller Leistung laden kann. Kommt für mich heute aber nicht in Frage, weil die Ladesäule natürlich nur zu den Öffnungszeiten an ist und funktioniert. Und da heute Sonntag ist, kann ich eigentlich die meisten kostenlosen Ladesäulen, die ich sonst auch gelegentlich anfahre, vergessen, weil natürlich die meisten von denen an den Supermärkten stehen. Es gibt rühmliche Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Aber die sind ja dünn gesät, um es mal so zu sagen. Und da die meisten halt eben an den Supermärkten stehen, kann ich natürlich am Sonntag dort nicht laden. Deswegen habe ich die eigentlich aus meiner Ladeplanung auch von vornherein rausgelassen und nicht mit einbezogen, weil es einfach unrealistisch ist, am Sonntag irgendwo eine kostenfreie Ladesäule zu finden, die dann natürlich auch noch irgendwo auf dem Weg liegt. Zu meiner Ladeplanung selber, also eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Ich habe den Routenplaner angeschmissen, habe geguckt, wie denn die Empfehlung für eine Landstraßentour nach Stuttgart ist. Man muss dazu sagen, ich fahre das heute zum ersten Mal. Nach Würzburg kein Thema, sind wir schon öfter gefahren, nur entsprechend weiter nach Stuttgart nicht. Ich gucke dann einfach, wo geht die Tour entlang, wo empfiehlt mir der Routenplaner hinzufahren, und sucht dann eben nach Städten, wo nach Möglichkeit mehrere Ladepunkte sind. Weil es ist oftmals so, dass auch ein Ladepunkt ausfallen kann, dass er nicht funktioniert, sich mit meinen Karten nicht freischalten lässt und so weiter und so fort. Die Gefahr, dort irgendwo zu stranden, kann man natürlich umgehen, indem er einfach eine Stadt sucht oder sich als Zwischenziel aussucht, die mehrere Ladepunkte hat. Plan B wäre dann natürlich auch irgendwo auf dem Weg nochmal eine Ladestation zu haben, falls man irgendwo auf eine Umleitung fahren muss, dass man da noch einen Alternativplan hat. Aber im Großen und Ganzen ist mittlerweile, also für den Smart muss ich dazu sagen, die Routenplanung fast vernachlässigbar, weil 22 kW Säulen gibt es eigentlich ziemlich oft. Das sind diese klassischen Säulen, die irgendwo auch mal an anderen Supermärkten stehen. Jetzt waren wir letztens bei einem Lidl, da gab es zwei 22 kW Anschlüsse, die sogenannten Bürgermeistersäulen, also wenn irgendwo in der Gemeinde eine werbewirksame Säule aufstellt, die sind meist 22 kW Säulen. Und der Vorteil vom Smart ist eben, dass er an diesen Säulen mit voller Leistung laden kann. 22 kW an Wechselstrom-Ladesäulen ist für normale, oder es gibt wenige Autos, die das, die volle Leistung dort ausnutzen können. Der Smart ist einer davon und die Zoe ist die zweite große Vertreterin dieser 22 kW Ladetechnik, aber ansonsten haben die meisten Elektroautos, vor allem mit größeren Akkus, dann einen begrenzten AC-Bordlader eingebaut. Die können dann an solchen Säulen vielleicht mit 3,6 maximal 11 kW laden. Wenn man sich vorstellt, man hat irgendwo ein Auto, was 60 Kilowattstunden Akku hat, wie jetzt ein Kia oder so,
Ne? Und man lädt an diesen Ladesäulen mit 7,2 Kilowatt. Dann dauert es entsprechend lange, bis man da voll ist, sodass wir diese kostenlose Ladeinfrastruktur oder die 22 kW Ladeinfrastruktur eher dann nutzt, wenn man länger steht. Ne? Wenn man also irgendwo ins Kino geht oder sein Auto über Nacht stehen lässt. Aber da erzähle ich euch genaueres drüber, wenn wir ja, an meiner ersten Ladesäule stehen. So, ich bin jetzt kurz vor Würzburg. Mein Akku zeigt an 50%. Gefahren bin ich 64 Kilometer. Lasert. Ja. Mein Navi zeigt an, dass ich noch 51 Kilometer bis bis Bad Mergentheim habe. Ja, die Eco-Reichweite liegt bei 75 Kilometern. Von daher sollte das alles hinhauen und funktionieren. Ja, wir haben etwas Gegenwind heute, was ich an den diversen Windkraftanlagen sehen konnte und auch ein bisschen gespürt habe. Ne, auch sowas muss man mit einkalkulieren. Aber für meinen Plan jetzt kein Problem bis jetzt. So, ich fahre jetzt gerade durch Giebelstadt. Giebelstadt habe ich mir eigentlich als Ersatzhalt ausgesucht, weil es hier eine Ladesäule gibt und falls ich mit meiner Energiekalkulation nicht so richtig hinkomme, hätte ich hier geladen. Aber ich habe noch über 30% im Akku. Ich habe bis zur Ladesäule in Bad Mergentheim, die ich mir rausgesucht habe, 25 Kilometer laut Navi. Und das sollte ich eigentlich problemlos schaffen. Von daher lassen wir jetzt Giebelstadt links liegen und fahren weiter nach Bad Mergentheim. Tja, hier kann man schön sehen, Gegenwind. Damit muss man beim Autofahren Hand hochrechnen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Ladesäule zusammenfinden. Wie ich ja vorhin gesagt habe, also ich fahre die Strecke nach Stuttgart jetzt zum ersten Mal mit dem Elektrosmart. Also die Ladestationen hier auf der Route jetzt sind für mich total unbekannt. Und oftmals ist es ein Problem, überhaupt zu finden, wo die sind. Ja, es gibt zwar Hilfen jetzt, also im Going Electric. Das ist eine Webseite mit dem großen Elektroauto-Fahrerforum. Die haben ein Verzeichnis auf die Beine gestellt, wofür es auch etliche Apps gibt. Unter meinem Handy zum Beispiel die Charge EV App. Und da kann ich mir die Daten von Going Electric anzeigen lassen. Unter anderem auch die Bilder, wo die Ladesäule dann dort ist. Ich hoffe, dass ich sie so finde. Oder wir zusammen die so finden. Wenn nicht, muss ich halt da nochmal nachgucken. Ne? Wir nähern uns auch momentan der kritischen, oder das, wie soll ich sagen, der Reserve-Marke von 20% vom Akku. Ne? Ab 20% fängt das Auto an, einen dann zu warnen. Ne? Wir haben noch 13 Kilometer bis zur Ladesäule. Sollten wir problemlos schaffen. Ne? Aber ja, wie gesagt, das Auto warnt ab 20%, dass man ja nicht mit leerem Akku irgendwo stecken bleibt, ne, und sich dann zur nächsten Ladesäule abschleppen lassen muss oder sowas in der Art. Ne. Eigentlich ein bisschen Panikmache ist da auch dabei, vor allem ein bisschen viel Panikmache finde ich immer. Weil die 20%, da geht's noch, da zeigt er dann an Batteriereserve und so weiter. Wenn es dann niedriger wird,
wird schon fast kriminell von den Infos, weil dann zeigt er plötzlich auch keine Reichweite mehr an. Dann zeigt er nur noch die Prozentzahl vom Akku und ich habe das Gefühl, er geht auch eigentlich zu schnell runter. Ne? Also letztens bin ich mal gefahren, da hat er von 10 auf 5% quasi in fast null Zeit. Ne, und hat sogar Akkuprozente verloren, obwohl ich eigentlich bergab gefahren bin und rekuperiert habe. Ne, aber ja, daran muss man sich gewöhnen. Entweder indem man halt eher lädt, ne, oder indem man es ignoriert. Ne. Das Niedrigste, was mir mal passiert ist, ist mit 3% Akku an der Ladestation zu stehen oder an der Ersatzladestation, weil ich hatte mir eine rausgesucht in meinem Heimatort. Ne, oder ein Platz, wo es zwei Ladestationen gibt, einen Triple-Lader und eine Typ-2-Ladesäule. Ne, so, jetzt haben wir die Batterie-Reserve erreicht mit 20%. Jetzt hat er gepiepst. Ich drücke hier mal OK. Das Navi fragt, ob wir eine Ladestation auswählen wollen. Ich drücke auf Nein, weil im Endeffekt ist ja schon eine Ladestation drin. Ja, in Bad Neustadt, also ich bin an einen Platz gekommen, wo eigentlich zwei Ladesäulen steht. Der Triple-Lader hat keinerlei Karte akzeptiert, weder Direktaufladung mit Kreditkarte noch meine anderen Ladekarten. Ne? Und die Typ-2-Ladesäule, die hat nur Hieroglyphen angezeigt, also die war auch irgendwo in einem Betriebszustand, der ein Laden nicht ermöglicht hat. Und also ich hätte jetzt die Hotline anrufen können, hätte 15, 20 Minuten in der Hotline verbringen können. Die hätten wahrscheinlich die Ladesäule rebootet und ich hätte dann trotzdem dort laden können. Ich habe mich aber entschieden, einfach zur nächsten Ladesäule zu fahren. Ja, und die hat dann auch funktioniert. Hm. Ja. Jetzt haben wir noch 9,2 Kilometer zur nächsten Ladesäule. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir kurz davor sind. Wir haben jetzt noch 3 Kilometer zur Ladesäule. Die Batterie ist auf 16%. Und vor uns liegt Bad Mergentheim. Rückwärts einparken, genug Platz lassen, damit wir die Heckklappe aufkriegen und das Ladekabel raus. Alles ist gut. Also wir haben jetzt noch 15% im Akku, 25 Kilometer theoretische Reichweite und sind gefahren 114 Kilometer.
mit Gegenwind. Ja, jetzt brauchen wir unser Ladekabel. Die Ladesäule. Die schalte ich jetzt mit meiner RFID-Karte frei. Hoffe ich zumindest. Bedienungsanleitung. Ladekabel an Auto und Säule anstecken. SMS. Ladevorgang wird gestattet. Okay, dann erst das Kabel einstecken und dann die RFID-Karte hinhalten. Mache ich das jetzt mal? So, die Säule zeigt blau an und lädt. Der erfahrene Smart-Fahrer kennt die Geräusche schon und weiß, wenn es Döng-Döng macht, dass geladen wird. Die Säule selber zeigt auch an, Kilowatt 21,1 und hat sogar eine Kilowattstundenanzeige. Sehr schön, sehr löblich. Jetzt gucken wir einfach mal, was das Auto sagt. So, hier der Display im Smart, vollgeladen 13.30 Uhr, das wäre eine Stunde. Der Smart selber, man muss das, also wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist ja einer der wenigen Autos, die mit 22 kW laden können. Ich werde jetzt aber sehr wahrscheinlich nicht vollladen, sondern nur so bis 80%. Das liegt ganz einfach daran, dass er bei 80% den Akku, den Ladevorgang drosselt. Na, er lädt jetzt mit 22 kW bis 80% durch, ne, und drosselt dann auf 11 kW, also die halbe Ladeleistung, ne, bis kurz vor Ladeende müsste das sein, und dann drosselt er noch einmal runter und hat je nach Ladesäule, also es kommt darauf an, wie die, was für Stufen die anbieten kann, wie die runtergeschaltet wird. Ne, es kann sein, dass er dann mit 7, 5 und so weiter runterlädt oder halt gleich auf 5 geht und entsprechend die Ladeleistung runterdrosselt. Ne, das aber, ja, also er braucht halt mehr Zeit, er braucht eigentlich die doppelte Zeit dann ab 80% zum Laden, deswegen ist es eigentlich eher unsinnig, ne, auf den Ladevorgang zu warten. Eine schöne an dem kleinen Akku ist, dass man da die Prozente relativ schnell hochgehen sieht. Ne. So. Und ich werde mir jetzt entweder einen Film über das iPad reinziehen oder eine Kleinigkeit essen. Ich meine, die Gegend hier sieht jetzt nicht so einladend aus. Also kein Supermarkt in der Nähe, wobei die Sonntag eh zu hätten. Kein Imbiss und so. Angucken gibt es jetzt eigentlich auch nichts. Wie gesagt, ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen kleinen Snack reinziehen, einen Film auf dem iPad angucken oder einfach mal den nächsten Ladestopp planen.
So, kurzer Zwischenstand. Wir haben 20 Minuten geladen und haben schon wieder 59% im Akku. So, wir haben 80% erreicht. Wir haben 13.05 Uhr, also genau eine halbe Stunde. Quatsch, 31 Minuten. Und er fängt jetzt langsam an, runter zu regeln. Also wir haben jetzt nur noch eine Ladeleistung von 23 Ampere, 15 kW. Und das wird jetzt so ganz langsam auf 11 kW runtergehen, also 16 Ampere Ladeleistung. Ja, und das heißt für mich eigentlich, dass es an der Zeit ist, abzustöpseln und weiterzufahren. Ja, ich habe die Zeit jetzt ein bisschen genutzt, habe nochmal Ladestoppplanung gemacht. Nächster Stop ist sehr wahrscheinlich Schwäbisch Hall in 54 Kilometern Entfernung. Da habe ich mir einen Trippellader beim Rewe ausgesucht. Ich hoffe, dass er nicht belegt ist. Ansonsten Alternative wäre weiterzufahren bis nach Backnang. Da gibt es auch mehr als eine Ladestation. Ich stöpsel dann ab. Trag noch schnell meinen Verbrauch in Spritmonitor ein und werde mich auf die Weiterfahrt begeben. Weiter geht's. Wir haben 83% im Akku. Wir haben eine Eco-Reichweite von 129 Kilometern. Und wir haben jetzt auf unserem Ladestopp insgesamt 12 Kilowatt Stunden in den Akku geladen. Ich habe den EnBW-Tarif vom ADAC. Ich zahle pro Kilowattstunde 29 Cent. Ja, das sind dann so 3,60 Euro jetzt. Für 114. Ja, ne, man kann es nicht ganz sagen, weil ich ja nicht vollgeladen habe. Ne, aber für 100 Kilometer Abrechnung kommt immer mal, oder ich verfolge das anhand von Spritmonitor, ne, und kann da dann nachvollziehen, wie viel ich letztendlich geladen habe, wie viel ich jetzt für jeden Stopp bezahlt habe. Ne. Dann fahren wir mal jetzt auf von Bad Mergentheim nach Schwäbisch Hall. So glatt mal über was berichten, weil ich fahre jetzt hier auf der B19, habe gerade hier einen Pendlerparkplatz gesehen. Ich bin 13 Kilometer vor Schwäbisch Hall unter der A6 durchgefahren und habe
doch tatsächlich mitten in der Pampa sozusagen eine Ladesäule gesehen. Also ein Trippellader. Und der war sogar frei. Ne? Also da hätte ich jetzt ohne Probleme laden können. Aber ich habe insgesamt 87 Kilometer bis zu meinem Ziel in Stuttgart. Und 13 Kilometer, wie gesagt, nach Schwäbisch Hall. Von daher bleibe ich bei meinem ursprünglichen Plan und lade in Schwäbisch Hall und gucke, dass ich bis Stuttgart dann komplett durchkomme. Schauen wir mal, ob es klappt. Geht's hinten rein? Oh, da steht auch eine Schranke. So viel zum Thema. Jederzeit frei zugänglich. Satz mit X, das war wohl X. So, jetzt muss ich natürlich mal gucken, wo man sonst noch hier laden kann. Dazu nehme ich mal mein iPad her. 2 Stunden später. Ladewert berechnet. Ladezustand 89. Fertig. Ja, dann fahren wir mal weiter. Ja, das ist das typische Leid eines E-Autofahrers, Ladesäulen, an die man dann nicht rankommt. Ich meine, in der ENBW-App und sowohl in der Charge-EV-App stand dort immer geöffnet, aber wie man gesehen hat, da gibt es Schranken und die Schranken werden auch benutzt und in meinem Fall waren sie jetzt zu. Naja, kann man nichts machen. Aber deswegen, was ich vorhin ja gesagt habe, sucht man sich eigentlich Ladestationen raus oder Orte raus, wo es mehr als eine Ladestation gibt oder dass man halt immer noch einen Plan B hat. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit 5% Akku hier angekommen wäre und es gäbe keine Ladestation in der Nähe, dann hätte ich natürlich ein Problem. Dann würde ich hier stranden. Und das, ja, muss bis morgen früh warten, bis die Ladestation wieder aufmacht. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Hm? Dass die Ladesäulen frei und nicht zugeparkt sind. So eine schnucklige Schranke. Oh, jetzt geht die Sucherei los. Thank you.
gut aus. Da steht ein Plug-in-Hybrid. Moment. Ich gehe mal hier rüber. Zum Glück ist der Smart ein Parkwunder. So, fertig. Jetzt schauen wir mal, ob sie funktioniert. Und wir laden wieder, wer hätte es gedacht, mit 22 kW, voll ca. 15 Uhr, also 40 Minuten. Wir haben jetzt drin 41% Akku und 42 Kilometer, 62 Kilometer wäre die Eco-Reichweite. Und da das Parkhaus jetzt irgendwie innenstadtnah ist, werde ich mich mal ein bisschen auf den Weg machen und draußen rum gucken. So, ich bin gerade in Schwäbisch Hall. 90% hat mein Akku wieder laut Handy-App. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder auf dem Rückweg ganz langsam zum Parkhaus machen. Glück im Unglück. Dadurch, dass der Rewe zu hatte und ich mir das andere Parkhaus gesucht habe, die Ladestation, und im Parkhaus Laden kostenlos war, zahle ich jetzt nur 1,50 Euro für die komplette Ladung. Also im Endeffekt billiger, als wenn ich beim Rewe geladen hätte. So, zurück am Auto. Wir haben 15 Uhr. Das ist das, was mit der Drosselung, was ich euch vorhin erzählt habe. Er ist jetzt bei 5 kW, lädt noch mit 5 kW. Braucht angeblich 10 Minuten, aber ich denke mal, in 2-3 Minuten wird er abschalten. Tja, wieso lade ich jetzt hier voll? Ich zahle für die Stunde 1,50 Euro im Parkhaus. Und da wäre es natürlich blöd, ich glaube um 14.20 Uhr bin ich reingefahren, ne, wenn ich jetzt für die 1,50 Euro nicht so viel Energie raushole, wie möglich ist. Von daher lade ich jetzt einfach voll und bin dann auch ziemlich entspannt, was meine Reststrecke anbetrifft. Also bis Stuttgart, bis zu meinem Ziel sind es 77 bis 80 Kilometer sowas, Landstraße. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ich die auf jeden Fall mit der Akkuladung dann auch erreiche. Und außerdem war Schwäbisch Hall jetzt ein schönes Städtchen, wo man seine Zeit auch gut verbringen konnte. Von daher hat mich das mit dem längeren Laden jetzt auch überhaupt nicht gestört. So, 15.03 Uhr, hat klack klack gemacht. Ich werde jetzt abstöpseln und werde jetzt weiterfahren. So, weiter geht's. Eco-Reichweite jetzt 154. Das lag in schönen bergigen Strecken hier. Reingeladen habe ich jetzt geschätzt übrigens 11 Kilowattstunden.
Geschätzt deshalb, weil die Ladestation selber nichts angezeigt hat. Und dann berechne ich mir das anhand vom Ausgangsprozentwert und dem Endprozentwert, und wann immer ich das überprüfe, es stimmt eigentlich ganz gut. So, jetzt noch schnell zur Kasse. Wie erwartet 1,50 Euro. Und tschüss, Schwäbisch Hall. Als Navi kann man ja sagen, was man will, aber wenn man einen Routen kennt, da wird man freiwillig nie hinfahren. Also wenn jemand mal so ein Smart hat, ne, und auf Abenteuerurlaub oder Abenteuerreise gehen will, ne, dann empfehle ich, die Eco-Route einzuschalten. Und wo ich da schon überall rumgefahren bin, inklusive Schotterstraßen, ne, das geht auf Kaikuhaut. Aber irgendwo ist man dann immer wieder geneigt, den Weg weiterzufahren, weil man hat es ja bis jetzt dahin auch schon geschafft. Und dann kann man ja noch ein Stückchen weiterfahren. Ja, jetzt bin ich gerade hier irgendwo, naja, abseits der Bundesstraße und hoffe, dass das TomTom seinen Weg Richtung Stuttgart findet. Hm. Nur manchmal, wenn man dann so Baustellen umfährt und nach, was weiß ich, 15 Kilometer TomTom-Umleitung, ne, also nicht offizieller, sondern TomTom-Umleitung, dann plötzlich an einem Anlieger Freischild und für alle gesperrt kommt, ne, dann fragt man sich schon, soll ich jetzt wirklich umdrehen? Ne, aber bis jetzt bin ich noch nirgends stecken geblieben und dreimal auf Holz geklopft. Es geht immer irgendwo weiter. Ich glaube, in einem LKW würde ich das TomTom nicht verwenden, wenn ich mir so die Straße hier angucke.
schon sehr abenteuerlich. Gefahren 32,9 Kilometer. Gesamtstrecke 201 Kilometer. Fahrzeit waren 3 Stunden 26. Beziehungsweise es war wohl ein Vorort von Backnang. Kommt in 3 Kilometern dann. Das wäre so meine Alternativ-Ladestelle gewesen, wenn es in Schwäbisch Hall überhaupt nicht geklappt hätte. Ja, also reichweitentechnisch wäre es bis Backnang kein Problem gewesen. Hätte ich ohne Probleme geschafft. Nur ist halt entspannter, ein bisschen eher zu laden. Und eine Zwei-Stopp-Strategie habe ich auf jeden Fall gebraucht. Also mit einem Stopp allein wäre es sich nicht ausgegangen. Noch 44 Kilometer bis zum Ziel. Meine Eco-Reichweite sind 122 Kilometer. Ich bin weiterhin guter Dinge. Ich glaube, jetzt können wir mal ein kleines Ampelduell machen. Ui. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, noch mehr brauchen wir nicht. Auf jeden Fall habe ich es alle aufgehängt. Zur Strecke. Wie gesagt, ich habe noch 14 Kilometer bis zum Ziel. 232 Kilometer bin ich gefahren. Bis jetzt. Reine Fahrzeit waren 3 Stunden 53, also bis zum Ziel so ungefähr 4 Stunden. Dann halt noch die Ladezeit on top. Müsste jetzt nachrechnen und dann das Video auswerten, aber das waren, glaube ich, einmal 40 Minuten, einmal 30 Minuten, also eine Stunde 10 sowas. Doch ehrlich gesagt, das ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, macht es auch Spaß, ohne dass ich am schnellsten unterwegs bin, und so ist es eigentlich beim Smart auch. Ja, das Auto macht Spaß, ich fahre eigentlich gern mit ihm. Und es macht mir da überhaupt nichts aus, ne, wenn es auch immer ein bisschen länger dauert. Und von der reinen Fahrt selber ist es null Problem. Ne, also man kann mit dem Smart auch überall hin Langstrecke fahren. Selbst wenn wir jetzt, wie wir heute, irgendwo mal an eine Ladesäule kommen, die nicht da ist,
ne, die nicht funktioniert oder die einfach durch eine Schranke versperrt ist. Man findet irgendwo immer welche. Ne? Und der Riesenvorteil am Smart ist eben, dass er diesen 22 kW Bordlader drin hat und dass einfach die 22 kW Säulen die höchste Verbreitung haben. Ne? Wäre ich jetzt mit einem Auto unterwegs, was auf Gleichstromladestandard zum Schnellladen angewiesen wäre, sprich, wenn es einen größeren Akku hätte, ne, und dann eben mehr Strombedarf hat und demzufolge auch, wenn er vernünftig unterwegs sein will, mehr Ladung braucht, ne, dann habe ich natürlich ein Problem. Ne, weil der Dribbel heute beim Rewe, der wäre ja so eine Schnellladestation gewesen oder im gewissen Maß gewesen, ne? Aber wenn die gesperrt wäre, hätte ich nicht um die Ecke gleich wieder eine neue Station gefunden. Wobei man ehrlicherweise dazu aber sagen muss, dass ich in so einem Auto mit solchem Bedarf eigentlich viel eher Autobahn fahren würde. Ne, und an der Autobahn sind diese Schnellladestationen eigentlich eher zu finden, ne, als jetzt irgendwo über Landstraße. Aber wie gesagt, beim Smart wäre jetzt die Autobahn nicht sein Metier. Ne, das wäre jetzt nicht das Top-Gebiet, wo er zurechtkommen wird, wo er perfekt für geeignet wäre. Von daher fahre ich mit dem Smart lieber Landstraße, genieße die Landstraßenfahrt auch, ne, und fahre dann, oder wenn ich ein anderes Auto hätte, ein Tesla Model 3 oder einen Kia Soul oder sowas in der Art, ne, dann wäre ich eher auf der Autobahn unterwegs. Ja, aber ehrlich gesagt, das hält auch die Kosten vom Smart niedrig, ne, weil er halt keinen so hohen Strombedarf hat, weil er keinen so großen Akku hat. Es hält die Ladekosten niedrig, weil es eben viele kostenfreie Ladestationen als 22 kW Station gibt, wie jetzt heute im Parkhaus. Ne, und ich finde immer noch, dass der Smart für uns das beste Elektroauto ist. Ne, und wir einfach auch ziemlich viel Freude an dem Auto haben. Und zu 80-90% wird er eben Kurzstreckenverkehr bei uns daheim mit Strecken von bis zu 5 Kilometern eingesetzt. Dafür eignet er sich eigentlich perfekt. Halten Sie links Richtung Tübingen, dann halten Sie sich links. Musik. Ende 2014 tauchen Songs von Madonnas neuestem Album Rebel Heart online auf. Nach 200 Metern Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Ach, da wäre die Ladestation. Doppelt belegt. Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. So, stellen wir uns da her. So, Ziel erreicht. Ich habe jetzt noch 48% im Akku drin. Noch 76 Kilometer Restreichweite. Gefahren bin ich jetzt 4 Stunden 19 Minuten bei einer Gesamtstrecke von 246 Kilometern und laut Bordcomputer hätte ich einen Verbrauch von 13,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Boah, das ist eigentlich alles vertretbar. Ne, und wie ihr seht, man kann auch mit einem Smart Langstrecke fahren, wenn es notwendig ist.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, gebt mir den Daumen hoch oder erwähnt es in den Kommentaren, dann werde ich in Zukunft nochmal ein, zwei Videos mehr machen. Danke und viel Spaß!